Dann gucken wir mal, was so am Yachthafen los ist.
Und da hinten ist noch mal ein kleiner Strand. Gehen wir gleich mal hin. Entchen sind auch schon da. Da hinten ist ein Sanitär. Quatsch. Nochmal, ja. Dann gehen wir mal zur Sanitäranlage. Rechts von der Sanitäranlage kann man seinen Müll entsorgen. Gibt aber noch mehr Möglichkeiten hier auf dem Campingplatz. Für Zelte. Spülmöglichkeiten. Waschmaschine, Trockner. Oder nur Waschmaschine. Ah, Kombigeräte. Grauwasserentsorgung, perfekt. Ein Camper Clean, wenn man braucht. Flaschenentsorgung. Müll blendet jetzt ein bisschen. Da wird ja alles nochmal genau erklärt, wo was ist. Frischwasser. Hier gibt es nochmal Duschen und WCs. Das sind allerdings Container. Reinschauen kann ich jetzt leider nicht. Es ist alles recht voll. Hier auf der rechten Seite wird noch was gebaut. Mal sehen, was da hinkommt. Rezeption befindet sich gleich am Anfang. Da gibt es auch noch mal eine Grauwasserentsorgung. Laufen wir gerade mal hin. Frischwasser sehe ich jetzt nicht. Aber entsorgen kann man wenigstens. Ja, da rechts kann man drin essen. Waren wir auch am Freitagabend essen, war sehr gut lecker. Mussten etwas warten, aber war viel los.
kleine Strandbar. Ist jeden Tag geöffnet. Also hier links ist der Campingplatz, gibt aber auch noch einen Stellplatz auf der rechten Seite. Also da links ist der Campingplatz und hier ist der Stellplatz. Da ist auch nochmal beschrieben, links geht es zum Campingplatz, geradeaus zum Tagesstellplatz. Ich weiß nicht, ob das jetzt begrenzt ist, ob man nur so und so viele Tage stehen darf. Aber da steht man auch ganz nett, wenn man in der ersten Reihe ist. Ticketautomat. So, da stehen wir. Also die Plätze sind recht groß. Strom wird nach Verbrauch abgerechnet. Wir brauchen ja keinen Strom. Kostenloses WLAN vorhanden, funktioniert auch super. Übrigens habe ich die Soundbar jetzt da oben festgemacht, dass man sich hier unten den Kopf nicht anschlägt.